Weinfässer haben mich schon immer fasziniert. Allein die Form ist sehr speziell. Und für den Weinliebhaber bedeutet das Wort Barrique so viel wie Qualität und Tradition. Doch was hat es damit wirklich auf sich? Und wie setzt man das in der Praxis um? Dies ist nun das Thema dieser Kellerführung. Mallard Berries beautiful, growing here so wonderful. Grüezi und herzlich willkommen bei uns im Weinkeller von Weinwein im schönen Stellenbosch, Südafrika. Ich bin Luca und es freut mich, dass ihr auf diesem Weg bei uns hereinschaut, wenn man schon wegen Corona nicht persönlich anreisen darf. Heute dreht sich also einmal alles ums Fass. Gehen wir also zusammen in den Fasskeller. Er ist in den Hang hineingebaut und es ist natürlich kühl hier. Das ist wichtig, damit sich die Weine gleichmäßig entwickeln können. Bei uns werden ja alle Rotweine in Barrique ausgebaut, und zwar je nachdem in neuen oder älteren Fässern. Entsprechend haben wir die Fässer in Reihen angeordnet, schön sortiert nach Alter und Qualität der Weine. Es sind alles klassische Bordeläser-Barrique. Ein solches Barrique fasst 225 Liter und ist traditionell aus Eichenholz gemacht. Dabei kommt nur die allerbeste Qualität vom Eiche zum Einsatz und auch hier nur aus ganz bestimmten Wäldern und Regionen. Die besten kommen aus Zentralfrankreich, wo die Bedingungen für solche Qualitäten auch gegeben sind. Terroir spielt also auch beim Fass eine Rolle. Hier zum Beispiel haben wir ein Fass einer Küferei aus Saint-Emilion. Das Grand Reserve bedeutet, dass es sich um das Spitzenprodukt dieses Küfers handelt, mit extra feiner Maserung und 3 Jahre Holzlagerung bevor der Verarbeitung, anstelle der sonst üblichen 1 bis 2 Jahren. Und das Empty hier steht für Medium Toast und weist auf die Intensität des Toastings hin. Das Innere des Fasses wird nämlich herstellungsbedingt über ein Feuer erhitzt. Dieses Toasting, wie man es nennt, lässt grüne Holznoten verschwinden und produziert gleichzeitig süßliche Röstaromen, die vor allem in jungen Weinen oft positiv wahrgenommen werden. Leider laugen Fässer auch aus und müssen nach rund 4 bis 5 Jahren ausgewechselt werden. Aber der Trick ist, mit dem richtigen Mix zwischen alten und neuen Fässern den Stil des Weines gezielt zu beeinflussen. Allerdings kostet dies auch ziemlich viel Geld. Ein neues Fass dieser Qualität kostet uns rund 1000 Euro, die also über wenige Jahre abgeschrieben werden müssen. Die Fassreifung ist eine wichtige Komponente beim Ausbau unserer Rotweine. Dabei spielt Sauerstoff eine besondere Rolle. Fässer haben nämlich einen gewissen Gasaustausch. Das heißt, Wein kann verdampfen und Luft kann eindringen. Der Verlust der Verdampfung ist natürlich ärgerlich, beträgt dadurch rund 2 bis 3% pro Jahr. Die Interaktion des Weines mit Luftsauerstoff ist aber absolut entscheidend. Da dies nämlich die Gerbstoffe verfeinert und die Farbe der Jungweine stabilisiert. So werden kräftige Rotweine bei der Fassreifung geschmeidig und gleichzeitig komplexer. Oft werde ich gefragt, wie der Wein überhaupt in ein Fass hineinkommt und erst recht, wie man ihn wieder hinausbekommt. Das machen wir mit diesem Ding hier, dem sogenannten Weinabstecher. Damit kann man durch das Spundloch den Wein aus dem Fass heraussaugen. Dabei hält diese kleine Distanzscheibe hier etwas Abstand zum Fassboden und verhindert so das Miteinsaugen des Bodensatzes. Wenn wir dies 3 bis 4 Mal im Jahr machen, wird der Wein somit auf natürliche Weise von seinen Trubstoffen geklärt. So wird der Wein sorgfältig aus jedem Fass abgezogen und durch spezielle Weinschläuche in einen Auffangtank geleitet. Hier wird er für die nächsten 2 Tage zwischengelagert, natürlich jede Charge separat für sich. Fass um Fass wird so geleert. Die leeren Fässer lassen sich nun leicht bewegen und so können wir jedes Fass herausnehmen und gründlich reinigen. Eine gute Hygiene ist einem Weinkeller nämlich genauso wichtig wie bei jeder anderen Lebensmittelproduktion.
Es trägt, wenn man bedenkt, wie heikel Holz in Kombination mit einem verderbischen Lebensmittel sein kann. Hier wird der Restbein mit dem Bodensatz aufgefangen und gesammelt. Dieser wird nämlich von Spezialfirmen weiterverwertet und alles Nützliche daraus extrahiert, wie Alkohol, Tartrat und anderes mehr. Dann wird das Fass außen und innen mit einem Hochdruckreiniger gereinigt und anschließend mit einer Fassbrause gründlich gespült, bis das Wasser klar herausläuft. Und ganz zum Schluss wird das Fass zum Verlüften an die frische Luft gebracht und kopfüber aufgestellt, damit das Wasser abtropft und das Fass gründlich austrocknen kann. Zwei Tage später, wenn die Fässer gründlich trocken sind, werden sie wieder zurückgerollt und in der gleichen Formation wieder zum Füllen aufgestellt. Zuvor aber wird in jedem Fass noch eine sogenannte Schwefelschnitte abgebrannt, die anschließend natürlich wieder entfernt wird. Das dabei entstehende Schwefeldioxid desinfiziert das Innere des Fasses auf schonende Weise. Diese traditionelle Form der Schwefelung ist meines Erachtens immer noch die beste Art, ohne die ein längerer Ausbau im Fass nicht möglich wäre. Nun wird alles wieder eingerichtet, damit der Wein aus den verschiedenen Tanken wieder in seine richtigen Fässer gefüllt werden kann. Dabei ist Teamarbeit gefragt, damit das Fass nicht überläuft. So. Und ganz zum Schluss wird noch von Hand spundvoll aufgefüllt und die Fässer mit einem Gummistopfen luftdicht verschlossen. Dieses Nachfüllen muss übrigens monatlich wiederholt werden, um den erwähnten Schwund wieder auszugleichen. Nun ist der Wein wieder zurück in den Fässern und darf sich in Ruhe über die nächsten paar Monate weiterentwickeln. Ich danke fürs Reinschauen und sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tiny little winery, lovely, full of harmony. Chicken, cats and dogs and donkeys all around.